Sportler zu sein, das ist mehr als nur gewisse körperliche Fähigkeiten zu haben. Sport passiert im Kopf. Wolfgang Grenn ist ein mehr als erfolgreicher Mountainbiker, ein Kämpfer am Rad. An Wolfgang Grenn führt in der Rad- und Mountainbike-Szene kein Weg mehr vorbei. Mehrfacher Europameister, zweiter Rang bei der Crocodile Trophy und. Es würde den Rahmen sprengen, alle Erfolge aufzulisten. Am besten Weg in die Profiliga durften wir einen sympathischen, charakterstarken und sehr klugen jungen Mann kennenlernen. Vor mir sitzt ein absoluter Ausnahmesportler, Wolfgang Grenn. Herzlich willkommen. Danke für deine Zeit. Wolfgang, gleich mitten in die Fragerunde. Du fährst seit dem Jahr 2000 Mountainbike. Wie und warum kommt man zu diesem Sport? Wie du sagst, also ich fahre seit 2000 Mountainbike oder einfach am Radl. Bei mir hat das aus diesem Grund angefangen. Ich war ja ein bisschen ein kleinerer, molliger Bursche. Und damals habe ich mich dann einfach nicht mehr wohl gefühlt und habe einfach Sport angefangen zu betreiben. Und das war halt dann das Radlfahren, das hat mir am meisten taugt. Und ich habe dann die ersten Jahre so 5-6 Rennen im Jahr gemacht, so kleine Bergrennen, also bei uns in der Umgebung, die was es halt gegeben hat. Also das ist eine halbe Stunde irgendwo bergauf gegangen, oben war dann ein Ziel. Und irgendwann bin ich dann in diese Schiene gekommen, dass ich doch Mountainbike-Marathons bestreite. Und da hat sich das dann angefangen, alles langsam zu entwickeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist es ein gewisser Unterschied, ob ich Radl fahre oder ob ich das betreibe, wie es du tust. Dein Sport ist mit einer gewissen Qual verbunden, sage ich jetzt einmal. Warum tut man das oder was führt dich da hin? Ja, mit einer gewissen Qual, das gehört wahrscheinlich, sage ich mir, gerade im Leistungssport sowieso dazu. Wenn man sich nicht quälen kann oder wenn man das auch nicht will, dann wird man es wahrscheinlich nicht zu Höchstleistungen bringen. Viele Sachen entscheiden sich dann einfach im Kopf. Und da sieht man eigentlich erst, zu was der Mensch schon möglich ist. Bei mir ist das aber Stufe für Stufe immer weiter gegangen. Also ich habe früher ganz normal 40 Stunden gearbeitet, bin dann schon vor der Arbeit um 4 Uhr in der Früh trainieren gegangen, dann nach der Arbeit wieder, nach 3 Uhr, weil ich einfach gewusst habe, wenn ich besser werden will, dann muss man mehr trainieren. Jetzt ist dein Weg von Erfolgen gepflastert, kann man sagen. Also kein Jahr, wo nicht irgendein großartiger Erfolg von dir zu lesen ist. Was braucht es, um diese Erfolge zu haben? Ja, Erfolge. Also ich habe einen speziellen Weg eingeschlagen in der Mountainbike-Schiene. Also ich bestreite jetzt viele Etappenrennen und viele so Extremrennen mit langen Distanzen. Gerade auf diesen Weg, sage ich, glaube ich, ist es immer ganz wichtig, dass man anfängt, seinen Körper so zu fühlen und nicht nur Stock und Stahl nach einem Plan trainiert, sondern man muss ja ganz genau wissen, ungefähr, was man macht. Ich habe den Fehler selber immer gemacht früher, dass ich ganz starr nach meinem Trainingsplan trainiert habe, fast nicht mehr auf mich selbst gehört habe, was mir mein Körper für ein Zeichen gegeben hat. Und mittlerweile habe ich das ganz gut in den Griff gekriegt, dass man nicht immer topfit sein kann. Das ist einfach so, der Körper ist auch keine Maschine. Und ja, jetzt mittlerweile weiß ich, dass es funktioniert. Man kann sich auf einen Tag X ganz gut vorbereiten. Und du musst auf dich selbst hören, du musst dich selbst spüren, du musst merken, oh, heute geht's, heute nicht. Wenn man das nicht abschätzen kann, dann passiert leider viel, das, was nicht passieren sollte. Mhm. Und das habe ich selber genossen. Und jetzt kann ich es nur weitergeben. Und ja. Wolfgang, stumpft man da nicht irgendwie auch, dass man sagt, ich fahre und fahre und fahre und fahre? Wie schafft man das oder holt man sich immer den Kick? Das ist eine blöde Frage, nichtsdestotrotz. Ich muss sagen, ja, es gibt schon die Tage, wo man mal aufsteigt und wo man vielleicht gar nicht will. Und, ich weiß aber auch für mich selbst, wenn ich dann einmal so 40, 45 Minuten am Radl sitze, dann kommt das wieder ins Laufen und dann passt das. Aber ich weiß auch, dass ich vielleicht einmal in den nächsten Tagen dann einmal einen Ruhetag brauche, einfach zum Abschalten. Und dadurch, dass ich heuer das Ganze ein bisschen anders plant und alles ein bisschen anders trainiert habe. Ich trainiere auch mit Freunden, also ich mache mit Freunden, so wie heute, eine super Bike-Einheit. Das, was einfach lustig ist, Spaß macht. Da geht es nicht um das, dass man schnell rauffahren und schnell runterfahren, sondern da geht es um das, dass man mal die Landschaft genießt. Es ist ein irrsinnig schönes Gebiet da bei uns zum Biken und da dankt man dann, oder ich danke da dann wieder so viel Kraft, dass das einfach Spaß macht und ja, wenn es dann einmal wieder nicht so schön ist, dann kann man zurückblicken auf das. Was sind deine sportlichen Stärken?
meine Stärken, ja. Mein alter Trainer hat immer zu mir gesagt, also du bist in dem eine Ausnahme, dass du irrsinnig lang quälen kannst. Also das ist auch in einem Rennen, das liegt mir einfach sehr. Also ich kann irrsinnig lang meine Sache fahren. Und das hat man am letzten Wochenende wieder gesehen. Also ich habe einen schweren Sturz schon gehabt, nach 4 Stunden, nach 6 Stunden habe ich einen Boot schon gehabt, nach 7 Stunden habe ich nochmal einen kleinen Defekt gehabt, da wo ich immer wieder Zeit verloren habe. Aber ich habe einfach gewusst, mir geht es noch gut, ich kann noch fahren und bin immer wieder in meinen Rhythmus reingekommen und nach 10 Stunden war ich dann auch im Ziel. Und das liegt mir irrsinnig. Deine Schwäche? Meine Schwäche in dem Sinn ist sicher das Starten, sage ich aber. An den arbeite ich jetzt schon ein paar Jahre, aber ich bin einfach nicht der geborene Starter, sagt man. Also ich verliere gerne mal am ersten Berg meine Zeit. So rückschauend, pauschal gesehen, was war dein tollster Erfolg? Das war mit Sicherheit der Sieg damals in Bad Gulsen 2011 über diese Langdistanz. Das ist persönlich einer meiner größten Erfolge. Ein Jahr später, 2012, habe ich versucht, das nochmal zu gewinnen. Das ist richtig in die Hosen gegangen. Und jetzt 2013, jetzt ist wieder Wochen vorbei, das Rennen schon fast. Ich bin Fünfter geworden, ich bin fast 10 Minuten schneller gefahren wie damals bei meinem Sieg. Ich bin gar nicht unzufrieden mit diesem Ergebnis. Viele sagen aber, ja, nur Fünfter. Es kann jeder gerne mal da rein diese 7000 Höhenmeter überspulen. Bei den Rennen muss einfach alles passen, dass man es gewinnt oder dass du überhaupt aufs Stockerl kommst. Wolfgang, deine sportliche Zukunft, wo soll die hingehen? Wo kann sie noch hin? Ja, es ist ganz einfach eigentlich. Also sie könnte einfach nur eine Stufe höher gehen, das ist in die Profiliga. Also ich bin nicht Profi, ich arbeite nach wie vor 20 Stunden. Und das ist vielleicht der letzte Klacker, der was mir noch ein bisschen fehlt. Wolfgang, meine immer letzte Frage. Hättest du noch eine Stunde zu leben? Was würdest du in der tun? Womit würdest du die befüllen? Ich glaube, also, wenn es eine Stunde wäre, dann hätte ich jetzt ein wenig Stress. Ich würde alle zusammentrommeln, alle meine Freunde, alle meine Familie, alle rundherum. Und ich würde mit einer noch mal eine kleine Runde in meinem Radl fahren. Fahre an Fort mit meinem Neffen, weil der tut mittlerweile auch schon ein bisschen beim Mix fahren. Also das ist ein großes Talent, glaube ich. Ja, das wäre sicher noch mal so ein krönender Abschluss. Und dann am Schluss einen Schwung ins Kaffeehaus. Und das ist auch ganz wichtig bei mir, das gehört auch dazu. Da kann man es dann ausklingen lassen. Was ist dein nächster Wunschtraumerfolg in der Zukunft? In der Zukunft, mein nächster Wunschtraum wäre jetzt wirklich für 2014, dass ich sagen kann, also ich kann mich rein auf mein großes Hobby, aufs Radfahren konzentrieren. Ob das umsetzbar ist, das weiß ich leider noch nicht. Also das wird sich in den nächsten 1-2 Monaten entscheiden. Und ansonsten glaube ich, wenn das nicht ist, dann werde ich noch eine Saison anhängen. Und dann werde ich auch irgendwann wieder mal eine Stufe kürzer treten, weil es einfach auf Dauer, glaube ich, nicht machbar ist, wenn man so 20 Stunden trotzdem arbeitet und in dieser Liga das alles betreibt. Das ist, man hat nicht viel, sage ich mal, also mit Urlaub oder sonstiges. Und ja, irgendwo will man ja doch mal was anderes auch. Und dann kann ich sagen, ich bin ein paar Jahre super Mountainbike gefahren. Es war ein schönes Erlebnis, aber das hat sich dann abgehakt und dann erledigt. Falls ich einen Profivertrag kriege natürlich, dann geht es in einen anderen Weg. Aber ja, mir wäre der Profivertrag ganz viel lieber. Wolfgang, wir haben jetzt einen unglaublich charakterstarken, gefestigten, tüchtigen, erfolgreichen Mann vor uns sitzen gehabt. Und wenn nicht du, wer dann? Und damit schließe ich das jetzt ab und wünsche dir alles, alles Gute für deine Profizukunft. Ich sage danke. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Danke.